Willkommen zu der nächsten Folge von Zu fremden Gestaden. Wir befinden uns noch immer im Jahr 1917. Auf dem europäischen Kontinent tobt der Erste Weltkrieg. Eine Situation, die Corto Maltese wohl zuvor genutzt hatte, und er zwackte offensichtlich allerlei Waffenbestände ab und lieferte diese nach Irland an die IRA und Sinn Féin. Doch nun hat ihn der Weg direkt nach England geführt. Für Corto kein Problem, denn er ist eigentlich britischer Staatsbürger und hat britische Papiere. Offensichtlich führte ihn der Weg zum Stonehenge, wo die Geschichte mit einem Traum beginnt. Hugo Pratt greift hier die Motive des Sommernachtstraums von William Shakespeare auf, aber auch die König Arthus Sage. Oberon und Puck, Morgane und Merlin, sie alle haben hier einen Auftritt. Das geht seitenweise so, und ich habe schon öfters zum Ausdruck gebracht, dass mich Hugo Pratts Meditationen über Mythologie, Märchen und Legenden mal mehr und mal weniger interessieren. Hier ist es eher weniger. Doch interessanterweise ist das hier eine sehr raue und realistische Agentengeschichte, die sich entfaltet, wenn Corto erstmal aus seinem magischen Traum erwacht. Der verletzte Mann, den Corto hier findet, verrät ihm beschämt, dass seine Ehefrau Rowena in Wirklichkeit für die Deutschen als Spionin arbeitet. Corto hat keine Zeit, sich von den Militärs verhaften zu lassen, zumal sie ihn nicht anhören wollen. Er weiß von dem sterbenden Major Welsh, dass seine Frau in Tintagel an der Küste ist, um endgültig von einem deutschen U-Boot aufgesammelt zu werden. Corto beschließt, das zu verhindern, und eilt an die Cornwall-Küste. Rowena nimmt inzwischen Kontakt mit ihren Landsleuten auf. Die beiden Männer, die sie mit einem Schlauchboot abholen, sind ihre Brüder Hengist und Horsa. Sehr proto-germanische und proto-keltische Namen, finde ich. Es fällt erneut auf, dass Hugo Pratt nicht bereit ist, die Deutschen als die dumpfen Antagonisten darzustellen, wie es in jenen Jahren, als diese Comics entstanden sind, gang und gäbe war, sondern er porträtiert sie vielschichtig und als komplexe Persönlichkeiten, eben Menschen, die sich für die Guten ihrer eigenen Erzählung halten. Das hier ist auch ein tolles Beispiel für Hugo Pratts Nebelschwaden. Corto kapert einen der britischen Schlepper, weil er vorhat, das deutsche U-Boot daran zu hindern, die relativ seichte Bucht wieder zu verlassen. Hugo Pratt spielt hier mit den Grenzen zwischen Realität und Traum, die hier unentwegt zu schmelzen scheinen. Denn an Bord des Schleppers trifft er einen alten Mann und dessen Tochter, die das Boot offensichtlich betreiben, und Hugo Pratt zeichnet sie absichtlich genauso wie Morgana und Merlin vorhin in seinem Traum. Es sind ohnehin mystische Kräfte hier am Werk, denn zuvor war es der dichte Nebel, der Corto das Leben gerettet hatte. Die Situation eskaliert, da zugleich auch die britische Marine eintrifft. Es scheint allerdings, dass der alte Mann und die Tochter bei der Operation umkommen und Corto Maltese gerade noch so gerettet werden kann. Der Verlust der beiden trifft ihn allerdings hart. Rowena Welsh wird sogleich vor ein Standgericht gestellt, bei dem Corto als Zeuge aussagen muss. Sie wird fast sofort zum Tode verurteilt und anschließend hingerichtet. Hier ein typischer Corto-Maltese-One-Liner. Warum stehen die interessantesten Frauen immer auf der anderen Seite? Erneut muss ich ein wenig darüber staunen, dass diese Geschichte im PIF-Magazin publiziert wurde. Ich meine, das PIF hatte nun wirklich eine sehr junge Leserschaft, irgendwo zwischen 7 und 14 Jahren, und dass sie damals ausgerechnet Hugo Pratt engagiert haben, um diese Corto Maltese-Geschichten vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs zu zeichnen und zu schreiben,
ist ein wenig erstaunlich, weil das teilweise sehr erwachsene Themen sind. Aber vielleicht ist das auch keine so schlechte Sache, wenn man als ganz junger Leser nicht vollständig nur infantil behandelt wird. Aber es hat mich immer wieder ein wenig erstaunt, weil es zumindest von der Tonalität nicht unbedingt in diese typische herzliche und klamaukige Piff-Atmosphäre hineinpasst. Eine dieser Kuriositäten der Comics-Geschichte. Am Ende bekommt Corto einen britischen Orden verliehen, The Conspicuous Gallantry, sogar mit einer finanziellen Zuwendung auf Lebenszeit, und Corto kann immer Geld gebrauchen. Die Ironie dabei ist natürlich recht makaber, denn Corto hatte vermutlich nur 3 oder 4 Wochen vorher eine britische Polizeistation in Dublin, Irland, in die Luft gejagt, was die Briten hier allerdings nicht wissen. Herrliches letztes Panel hier, wo allein der Rabe sich dieser Ironie bewusst zu sein scheint und amüsiert Corto Maltese mit seinem Commonwealth-Orden anlacht, während dieser nicht so recht weiß, was er von dieser ganzen Geschichte halten soll. Und im Finale sind wir wieder zurück in der nebelhaften Welt von Oberon, Puck, Morgane und Merlin, in dieser mystischen Mischung aus Artus-Sage und dem Sommernachtstraum. Ich mache ja kein Geheimnis daraus, dass mir die surrealen und märchenhaften Motive bei Corto Maltese manchmal weniger gut gefallen oder ich sie zumindest nicht so interessant finde, als die knallharte historische Leinwand mit all ihrer Nostalgie und Melancholie. Aber so ist das nun mal. Die Welt von Corto Maltese hat häufig eine vielfache Lesungsmöglichkeit. Und obwohl dann verschiedene Menschen ein und dieselbe Geschichte lesen, haben sie möglicherweise eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung dessen, was sie da lesen. Und das macht Corto Maltese dann ebenso wertvoll und so interessant. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.